Grüezi miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Wohnen. Normalerweise läutet er an wildfremden Wohnungstüren und geht schauen, wie die Menschen dort leben und wohnen. Und vor allem, was sie wo im Fernsehen schauen. Der Peter Löhmann, der Moderator der Sendung «Visite». Jetzt haben wir den Spieß aber mal umgekehrt. Und zwar ist unser Redakteur, der Philipp Ammann, beim Deutschen Blondschopf geläutet und hat sich ihm seine neue Terrassenwohnung zeigen lassen. Hey, guten Morgen, herzlich willkommen bei «Visite». Kommt nur rein. Macht eine Visite bei mir. Der Peter Löhmann geht in seiner Sendung «Visite» Zuschauer in ihrem Daheim besuchen und überprüft, ob sie das Tele-M1 auf ihrem Fernseher unter den ersten 9 Sender gespeichert haben. Für einmal stehen wir jetzt bei ihm in der Stube und kontrollieren das jetzt auch gerade. Das ist Tele-M1. Sehr gut. Der Peter Löhmann hat das Tele-M1 bei sich daheim auf dem 3 gespeichert. Auf dem Sofa vor dem Fernseher hockt er auch gerne, wenn wir nicht da sind. Erst seit kurzem ist der Peter Löhmann in die grosszügige Eigentumswohnung in einem Terrassenhaus in Niederrohrdorf eingezogen. Vor Stube aus geht es direkt ins Büro. Der Peter ist selbstständiger Comedian und darum viel am Arbeiten und Planen. Du kannst dir vorstellen, ich bin ja sonst als Zauberer oder als Comedian nicht nur für Visite unterwegs. Und ja, ich habe so 850 Anfragen im Jahr und die müssen natürlich beantwortet werden. 200 Shows kommen zustande, du musst Offerten schreiben, Verträge. Also du bist relativ auch viel im Büro. Wenn er dann mal nicht am Arbeiten ist, genießt er gerne seine grosse Terrasse. Nebst dem Gartentisch finden wir auch gemütliche Gartenmöbel. Hier genießt der Peter Löhmann die Sonne oder liest ein Buch. Da ich aus der Zauberkunst komme, lese ich natürlich auch Zauberbücher und mich interessiert besonders die Geschichten von früher über die Zauberer. Für einen spannenden Moment daheim hat er sich ein neues Whirlpool gepostet. Das sei sowohl im Winter als auch im Sommer ein Traum. Drinnen hat sich der Peter Löhmann ein eigenes Zauberzimmer eingerichtet. Hier übt er viel für seine Shows. Daheim ist er sehr gern. Es ist mein Zuhause. Weißt du, ich bin so viel in der Öffentlichkeit, so viel im Mittelpunkt, durch die Zauberei, durch die Auftritte. Dadurch, dass viele Leute dich erkennen, auf der Straße auch. Und das ist einfach meine Zuflucht, wo ich wirklich, ich bin ich und ich bin zu Hause. Und ich rede dann viel weniger, glaub's mir. Ein Foto vom kleinen Löhmann finden wir dann auch noch in seinem Zauberzimmer. Und im Ecke steht noch ganz ein besonderer Schatz vom Comedian. Das ist zum Beispiel eine Bauchrednerpuppe und die ist über 80-jährig alt. Und die ist von Valentin Vox, ein ganz berühmter Bauchredner aus Amerika. Und es ist, glaube ich, auch eine Puppe, Jackie die Mörderpuppe. Kennst du diese Horrorfilme oder was das ist? Diese, die hat eigentlich die Bewandtnis von diesen Puppen. Sie hat auch ein bisschen was, hä? Am Peter Löhmann seine 5,5 Zimmer Eigentumswohnung bietet ihm viel Platz. Als gelehrter Koch legt er auch sehr viel Wert auf eine schöne Küche. Sein Wohntraum hat er sich dort in Niederrohrdorf erfüllen. Guten. Weiter geht es jetzt mit unserem Talk heute zum Thema Wert und Preis von einer Immobilie. Und bei mir ist der Karl Riegert vom Hauseigentümerverband Luzern. Herr Riegert, Wert und Preis von einer Liegenschaft, das ist unter dem Strich das Gleiche, oder? Also wenn ich für eine Immobilie 1 Million zahle, dann hat sie auch so viel Wert. Ja, das sollte man meinen. In vielen Fällen ist das so, aber es ist nicht generell so. Wert und Preis sind zwei verschiedene Sachen. Was ist denn genau der Unterschied? Der Wert der Liegenschaft der resultiert eigentlich aus den Erstellungskosten, Umgebungskosten und einem angemessenen Landpreis. Der Preis, das ist der Wert der Liegenschaft plus minus subjektive Punkte, die der einzelne Käufer drin sieht und wird auch beeinflusst durch Angebot und Nachfrage. Subjektive Punkte haben Sie jetzt angesprochen. Was muss man unter dem verstehen? Können Sie da vielleicht gerade ein Beispiel aus der Praxis machen? Ja, das ist, wenn Sie eine Liegenschaft an einer schönen Lage mit einer wunderbaren Aussicht haben zum Beispiel, dann hat die für den einen die riesigen Mehrwert, für den anderen nicht. Es ist Sachwertdenken, das hier eine Rolle spielt. Es können sein, mangelnde Möglichkeiten, Kapital anzulegen. Es können ganz verschiedene Punkte sein. Arrondierung der eigenen Liegenschaft, indem man gerade das nebendran dazu kaufen kann. Mhm. Das sind so spezielle Punkte, wo man bereit ist, etwas mehr zu zahlen. Es kann aber auch eine schlechte Situation sein, da gibt es weniger.
Könnte jetzt auch der Grund für den heutigen Immobilienboom eben mit seinen hohen Preisen unter anderem sein, dass es einfach zu wenig andere Alternativen im Immobilienbereich gibt? Also im Immobilienbereich gibt es eigentlich schon Alternativen, aber im Moment hat man für Kapitalanlage wenig lukrative Möglichkeiten, weil die Börse spielt nicht so optimal mit. Für das Geld gibt es praktisch keine Zinsen, also legt man sich die Immobilien an. Und das führt natürlich zu hohen Preisen, die meistens über dem Wert liegen. Eben, dass man unter dem Strich eigentlich halt zu viel dafür könnte zahlen und dann recht einen Batzen Geld verliert, oder? Also besteht das Risiko, dass man heute zu viel zahlt, weil das Geld so billig ist und die Leute sich die Rechnungen nicht voll machen. Und wenn man es dann plötzlich wieder verkaufen muss, in einer anderen Zeit, kommt man den Preis, den man gezahlt hat, nicht mehr über, sondern hat nur noch den Wert vielleicht noch weniger. Und die Situation haben wir ja auch schon gehabt. Jetzt, dass es eben keine negativen Erfahrungen und Enttäuschungen gibt, können Sie unter dem Strich noch ein paar Tipps am Schluss unseren Zuschauern und Zuschauern mit auf den Weg geben, wenn es eben darum geht, eine Liegenschaft zu kaufen. Also Preis und Leistung, das muss einfach stimmen. Oder? Man sollte nicht für etwas, das mangelhaft ist, einen höheren Preis zahlen. Dann ist darauf zu achten, dass eben auch die Lage stimmt und dass man das Objekt wieder verkaufen kann. Dass man einfach, dass die Kosten wieder rumkommen, die man investiert hat. Und darum ist es auch wichtig, weil alleine kann das nicht beurteilen, wie das heute aussieht am Immobilienmarkt, dass man unabhängige Fachleute beizieht. Und zwar unabhängige, die mit dem Objekt selber nichts zu tun haben und kein Geld verdienen daran. Philipp Blaser stellt Ihnen auch heute wieder ein außergewöhnliches Produkt vor. Ob ein Ding oder ein Unding, das können Sie gerade selber entscheiden. Raclette gehört zur Schweiz wie das Matterhorn. Mit diesen Pfändchen kann man den Raclette-Blauschi jetzt auch im Sommer geniessen. Die Pfändchen sind nämlich auch für einen Grill geeignet. Der Griff wird zwar warm, man kann ihn aber noch anlängen. Allerdings ist das Käseabschaben nicht ganz so einfach. Nebst Raclette-Käse eignen sich die Pfändchen auch für klein geschnittenes Gemüse oder Früchte. Die Grillpfändchen Gustico kann man auf www.kellerfahnen.ch bestellen. Ein Zweierset kostet 19.90 Franken. Das war es vom Wohnen für heute. Ich verabschiede mich jetzt in die Ferien und darum begrüße Sie in der nächsten Sendung an dieser Stelle David Kaufmann. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und machen Sie es gut. Auf Wiedersehen miteinander.